Hallo meine Lieben, ich möchte euch gerne zeigen, wie ihr aus einfachen Stoffkreisen diese wunderschönen Blüten machen könnt. Das sind jetzt zwei verschiedene Varianten und ja, die Anleitung dazu, die bekommt ihr jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Als erstes braucht ihr für die Stoffblüten natürlich einen Stoff, der sollte möglichst dünn sein. Dann braucht ihr Nadel und Faden, eine Schere, eventuell ein Glas oder ähnliches, womit ihr euch einen Kreis aufzeichnen könnt und einen Bleistift. Zuerst zeichnet ihr euch einfach einen Kreis auf, das mache ich jetzt mit diesem Glas als Umfang. Dann faltet ihr euch den Stoff so, dass ihr gleich mehrere Kreise zusammen zuschneiden könnt, steckt euch das Ganze zusammen und dann könnt ihr die Kreise ausschneiden. So habt ihr jetzt gleich mehrere Kreise zugeschnitten und dann nehmt ihr euch als erstes einen Kreis und faltet ihn einmal zur Hälfte in den Bruch. Und dann könnt ihr anfangen, am Kreisbogen entlang den Stoff einzureihen. Das müssen jetzt nicht die wahnsinnig gleichmäßigen Stiche sein. So eine Blüte ist ja auch nicht gleichmäßig und symmetrisch. Also stecht da einfach drauf los, so wie ihr gerne möchtet. Und reiht die äußere Kante, also die Kreisbogenseite ein. Hier könnt ihr ruhig mal verschiedene Stichlängen ausprobieren. Je nachdem ändert sich dann natürlich auch die Form der Blüte ein bisschen. So sieht der Halbkreis fertig eingerieben aus und dann könnt ihr den Faden anziehen und so entsteht dann euer erstes Blütenblatt. Dann nehmt ihr euch einen zweiten Kreis und faltet ihn ebenfalls wieder in den Bruch, also in die Mitte, und stecht mit demselben Faden wieder an der Kante entlang. Achtet ein bisschen darauf, dass ihr nicht zu dicht an der Kante entlang stecht, damit der Stoff nicht ausfranst. Ich habe jetzt 5 Halbkreise eingerieben und jetzt kommen wir zu dem schönsten Teil und zwar das Zusammenziehen der Fäden. Und jetzt könnt ihr nämlich sehen, wie langsam eure Blüte entsteht. Zieht einfach an den beiden Fäden und dann knotet sie an den Enden zusammen. Am besten 2 oder 3 Mal, damit der Faden nicht mehr aufgehen kann. Und ja, dann ist eure Blüte schon fertig. Jetzt nur noch den Faden abschneiden und alles ein bisschen richten und wenn ihr möchtet, könnt ihr die Blüte natürlich auch noch verzieren. Für die zweite Variante braucht ihr wieder die Stoffkreise und faltet sie euch in den Bruch, aber dieses Mal wird der Halbkreis nicht an der oberen Kante, also an dem Kreisbogen eingerieben, sondern an dem Bruch. So wie ich die Kreise gerade hinlege, werden sie später auch zusammengestochen, also immer so ja, circa bei 1/3 übereinander gelegt und dann unten an der Bruchkante entlang eingerieben.
Und weil sich das ein bisschen besser macht, nehme ich das Ganze jetzt in die Hand und reihe das unten an der Bruchkante ein. Da nehme ich jetzt ja schon ein bisschen größere Stiche, aber ihr könnt da auch wieder mit der Stichlänge variieren. Und wenn ich bei circa einem Drittel angekommen bin, dann lege ich die neue Blüte, also das neue Blütenblatt, da drüber und steche dann einfach weiter. Und so könnt ihr das so lange machen, bis ihr dann ja wieder 5 Blütenblätter zusammen habt oder auch mehr oder weniger. Je nachdem, das könnt ihr euch einfach mal ausprobieren. Das ist von Stoff zu Stoff auch unterschiedlich, wie sich die Blüten dann später legen. Und wenn ihr eure Blütenblätter zusammengestochen habt, hier auch wieder der schönste Moment, das Zusammenziehen und ihr seht, wie die Blüte entsteht. Und ja, jetzt braucht ihr auch hier nur wieder die Fäden zusammenknoten und fertig ist eure zweite Blütenvariante. So sehen eure beiden Blütenvarianten jetzt aus und zu guter Letzt könnt ihr sie natürlich gerne noch verzieren und ja, zum Beispiel an einen Haarreifen machen oder euch eine Tasche damit verzieren. Lasst euch gerne was Schönes einfallen und schickt mir gerne ein Bild davon. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wenn ja, lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Wenn ihr gerne noch eine andere Variante sehen möchtet, wie man Stoffblüten machen kann, dann klickt doch einfach mal auf das linke Bild. Und wenn ihr diese Origami-Schleifen ganz nett findet, dann klickt doch einfach mal aufs rechte Bild. Unten könnt ihr mich natürlich auch gerne noch abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns spätestens am nächsten Wochenende. Bis dahin, bleibt mir kreativ. Ciao!